FFP2- und FFP3-Masken sind zum Einmaltragen zu schade bzw. zu teuer. Man kann eine Oberflächendesinfektion mit ClO2-Gas bewerkstelligen. Dazu braucht man Natriumchlorid und Essigsäure. Jeweils 2 bis 3 ml genügen. Beide Komponenten nacheinander in das Glas geben. Die Dämpfe nicht einatmen, das Behältnis sofort schließen. Über Nacht an einen warmen Platz stellen. Nur im Freien öffnen und warten, bis sich das ClO2-Gas verflüchtigt hat. Die Gummibänder werden bald unbrauchbar. Man kann sie durch eine Kordel mit Kordelstopper ersetzen.